Ja, das ist nicht. Ja, nimm auf. Eben, das ist mein Vater. Wenn ich suche, den Marcello Campanella. Weißt du, so ein Gesicht ist eigentlich ein Gesicht, das viele bei uns haben. Prägt von Einsamkeit, prägt von Versagen. Prägt von vielen sozialen, wirtschaftlichen Not, prägt vor allem von Eisen. Die Augen, die kommen mir bekannt vor. Weißt du, wenn man so sagt, Augen genau, dann fängt man sich auf einmal an erkennen. Doch, du könnt bejahen, er ist bei uns schon gewesen. Der Marcello. Und du suchst ihn. Wie ist das plötzlich erwacht, dass du jetzt da dich auf den Weg gemacht hast? Meine Mama ist vor einer Woche gestorben. Und sie hat mir dort gesagt, dass er eben... Dass ich eigentlich immer gemeint, dann lebe ich gar nicht mehr. Und sie hat mir gesagt, dann lebe ich noch. Und dass er auf der Straße von Zürich lebt. Sehr gut. Und jetzt machst du auf die Suche. Ja. Weißt du was? Dein Name? Joshua. Kommt von Jesus. Was hat denn Jesus anders gemacht als Menschen gesucht? Und jetzt bist du in seinem Auftrag. Weißt du, der Heiland da, von dem er berichtet, gibt den Menschen immer weltliche, irdische Aufgaben. Nicht einfach nur abgewandte Religion. Jetzt bist du Werkzeug. Und ich kann, wenn ich dich anschaue, genau, deine Augen, dann denke ich, du hast Chancen, den werden wir finden. Und jetzt habe ich ein Foto auch von ihm. Ich habe ja von diesen Menschen, die mich da umgeben, Dutzende, aber Dutzende Fotos. Aber ich glaube, wir finden den. Wollen wir schauen? Ja. Also gut. Also, komm. Nein. Das ist er doch. Das ist er wirklich. Ey. Weißt du, das wird ein Schock sein, wenn er dich treffen kann, wird es ihm eine neue Perspektive geben. Was viele von unseren leidenden Menschen nicht mehr haben. Keine Perspektive. Und jetzt bist du die Hoffnung. Ich wünsche dir alles Gute für den Dienst. Dann denke ich schon, Vater und Sohn finden sich wieder. Und du hast fürs Leben einen Inhalt, der einen grossen Wert hat. Den Vater suchen, den Vater finden. Ja, schon auch gesagt, im Namen von der grossen Liebe. Danke. Ciao, für die Gott, Josh. Ich schreibe dir noch meine Telefonnummer auf, falls er vorbei kommt. Ja, danke vielmals, ja. Okay. Ich kann abstellen.